Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Mit dem ersten Alter im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch, denn wir starten direkt ins neue Jahr, richtig früh. Einfach effektiv sein und das neue Jahr nutzen. Wir reden heute über die Zukunft. Ein böses Wort. Die Zukunft, meine Ziele, meine Pläne. Da haben mich viele Leute gefragt, Pokémon Go technisch, Kanal YouTube technisch und privat. An sich habe ich gar nicht so viele Ziele. Ihr wisst, ich arbeite momentan an meinem Lucky Pokédex. Checkt das Video ab. Direkt für 2019. Einer meiner Vorsätze. Like das Video, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt. Das würde mich sehr unterstützen und den Kanal. Ja, das habe ich mir so Ende 2018 vorgenommen, öfters zu sagen. Ich habe es öfters vergessen zu sagen, als ich mich daran erinnert habe. Aber für 2019 habe ich mir das auch vorgenommen. Also eines meiner Ziele, euch immer daran zu erinnern, weil das hilft so sehr. Das macht so einen krassen Unterschied. Man glaubt es echt kaum. Auf jeden Fall der Lucky Pokédex. Checkt das Video ab. Ich habe es vor ein paar Tagen hochgeladen. Meine Sammlung, was mir noch alles fehlt. Demnächst treffe ich mich mit einem Kollegen, der Julian, nicht YouTube-Julian. Krasser Spieler aus München, der hat eine Menge Babys am Start und dann werde ich meinen Lucky Pokédex hoffentlich vorantreiben. Ich meine, ich habe ein paar, nicht unbedingt Ziele, aber ein paar Sachen, die werde ich 2019 wahrscheinlich absolvieren. Zum Beispiel 10.000 Kilometer, ich habe jetzt 8.000 irgendwas. Ich meine, das werde ich automatisch schaffen. Ist jetzt nicht so, dass ich extra vorhabe, mehr zu gehen. Oder auch zum Beispiel 200.000 Pokémon fangen. Bin bei 160.000, glaube ich. Ich werde jetzt nicht extra mehr Pokémon fangen, weil ich fange eh alles, was ich sehe. Und die 200 Millionen EP. Ich bin bei 127 Millionen, 73 Millionen. Sollte kein Problem sein. Also ich habe nicht vor, also extra die Events krass zu suchten. Weil ich glaube, das wird so oder so einfach so leicht sein, dass ich die 200 Millionen knacke. Vor allem mit den ganzen Freundschaften jetzt. Ja, und an sich war es auch Pokémon Go technisch mit meinen Zielen. Natürlich wie immer, Spaß haben, geile Videos drehen, das Abenteuer einfach erleben und einfach zocken und es kommt, was kommt. YouTube-technisch, ja, das ist schon ein anderes Thema. Das ist ein größeres Thema. Aber auch da habe ich eigentlich keine wirklichen Ziele. Gestern hat Spieltrend einen netten Kommentar hinterlassen, wo er meinte, dass er 2019 hoffentlich die Gelegenheit bekommt, in dem Video und in die Kommentare zu schreiben und mir zu den 50.000 zu gratulieren. Wer mich schon länger schaut, der weiß, dass ich so ein Whiteboard habe, auf dem verschiedene Zahlen draufstehen, unter anderem 25.000 und 50.000. Ja, werde ich. Ich meine, an sich ist es kein Ziel von mir, die 50.000. Also, ist komisch zu sagen. Klar will man. Also, ist echt komisch zu sagen. Irgendwie juckt einem die Zahl nicht, aber irgendwie schon. Ich erzähle euch jetzt mal, wie sich so ein YouTuber oder möchte gern YouTuber fühlt. An sich juckt mich die Zahl nicht, weil die spiegelt halt nicht den Erfolg des Kanals wider. Das habe ich jetzt so gelernt. Ich kenne so viele Kanäle, ich habe mich in letzter Zeit so oft umgeschaut. Die haben einfach mehrere 100.000 Abos, aber weniger Views als ich. Ich weiß echt nicht, wie das passiert, aber an sich die Abo-Zahlen sagen halt gar nichts aus. Das ist schon geil, so prestigemäßig, du kannst sagen, oh, ich habe 50.000, 100.000, aber an sich Effektivität ist eigentlich relativ egal, solange die Leute zuschauen. Vielleicht gibt es so Firmen, die schauen halt nur auf die Abo-Zahlen. Meistens auf Instagram so, die sehen halt nur diese hochgebotteten Follower-Zahlen. Und dann denken die, boah, geil, krass, mit dem müssen wir eine Kooperation starten. Aber interaktionstechnisch haben die dann wahrscheinlich weniger Interaktion als sogar auf meinem Instagram-Account oder sowas. Noch eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, habe ich voll vergessen zu erwähnen. Jetzt muss ich das irgendwo reinschneiden. Deswegen könnte es sein, dass es irgendwie komisch rüberkommt. Instagram. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag, also täglich zu posten. Stories. An sich eigentlich auch ein Post, aber ist schwierig, sich selber immer zu fotografieren. Ich habe ja niemanden, der mich fotografiert oder so, für irgendwelche krassen Instagram-Shoots. Aber auf jeden Fall storytechnisch, dass da jeden Tag was kommt, also folgt mir auf Instagram. Dementsprechend, die Abo-Zahl, ja, ist nice, man sieht irgendwas steigen, was natürlich immer gut ist, so eine Art Feedback, dass man irgendwas richtig macht, aber an sich ist es jetzt nicht unbedingt ein Ziel von mir. Vielleicht knacken wir es, vielleicht auch nicht, aber was wichtiger ist halt der Content, die Verbesserung von mir, vom Inhalt, von den Videos und die Zuschauerbindung. Also sowas, darauf muss man sich konzentrieren. Nicht auf so eine Zahl da oben rechts, die an sich gar nichts sagt. Ich versuche mich da auf jeden Fall immer zu bessern und immer irgendwelche neuen Sachen einzustreuen da und auszuprobieren. Ich denke, das seht ihr auch immer. Manche funktionieren, manche gefallen mir nicht. Ich versuche mich auf jeden Fall da immer zu bessern und mal schauen, wie 2019 wird. Ich habe echt noch keine Ahnung. Ich habe auch ein paar Ideen, aber an sich nichts Großartiges. Keine großen artigen Änderungen oder so für den Kanal. Ich habe ein paar Videoideen, ein paar Projekte, die werde ich starten. Ich versuche mich da auf jeden Fall immer zu verbessern und ich kann da noch so viel lernen und ich kann mich da noch so krass verbessern. Aber ansonsten so große Veränderungen auf dem Kanal wird es nicht geben. Wie gesagt, ich versuche mich zu verbessern. Den Dreh, Schnitt, aber auch
Technik, also beste Kamera, Mikro. Demnächst wahrscheinlich ein Mikro für die Livestreams. Ich habe ein paar Videoideen, aber nichts allzu Großes. Ein paar, ich hoffe, lustige Videos, die gut ankommen werden. Ich meine, ich habe ein großes Projekt. Das ist die Deutschland-Tour. Ich denke, ich hoffe, ich meine, wieso nicht, weißt? Wieso nicht? Abgesehen vom Geld natürlich. Aber wenn man es gut plant, wenn man es gut ausrechnet, es ist nicht unmöglich. Also es wäre schon ein großer Traum von mir, 2019 diese Deutschland-Tour zu machen. Ich meine, Pokémon Go ist noch heiß. Die Leute sind noch heiß auf dieses... Es wäre ein krasses Projekt. Es wäre aber auch ein krasses Erlebnis, so ein einmaliges Erlebnis im Leben. Ich meine, viele gehen auf Backpack-Tour in Südostasien. Und ich gehe halt auf Pokémon Go-Tour in Deutschland. Wieso nicht? Ich bin noch relativ jung. Ich habe das Glück, einen Job zu haben. Mehr dazu wahrscheinlich später. Der mir das sogar erlauben würde, dass ich auf diese verrückte Tour gehen würde. Wäre einen Monat einfach durch Deutschland, durch die Städte, Pokémon Go zocken, mich mit den Fans und Zuschauern treffen und die Stadt abchecken. Und einfach ein Abenteuer. Das ist so eigentlich das Einzige, was ich wirklich geplant habe. Abgesehen von mich stetig verbessern und ein paar Videoideen, die ich endlich mal raushauen soll. Eine Frage, die oft kommt, werde ich irgendwas anderes zocken? An sich ja und nein. Ich meine, ich zocke das, was mir gefällt und was ich denke, was auch für den Kanal passt oder in den Kanal passt, so wie Jurassic World Alive, so wie andere Go-Spiele, so wie demnächst wahrscheinlich Harry Potter Go. Ich werde es auf jeden Fall probieren, auszocken und euch zeigen. Ich habe auch Sachen probiert, wie jetzt Let's Go, hat mir persönlich nicht gefallen, habe ich wieder gestrichen. Also an sich ist in der Richtung nichts geplant, aber ich bin offen für alles. Also ich hasse so fixiert zu sein und zu sagen, ja okay, nur das und nicht offen für andere Sachen. Ja, privattechnisch, also privat und YouTube-technisch, muss ich mir jetzt natürlich die Frage stellen, oder ich werde auch oft gefragt deswegen, wie ernst kann oder soll ich jetzt YouTube nehmen? Es ist schwierig, weil es vermischt sich halt so hart mit dem echten Leben und man kann es kaum erklären. Ich meine, ich weiß echt nicht, wie ich das sagen soll. Es ist halt echt sehr komisch. Es gibt so zwei Seiten. Die eine Seite, die sagt natürlich, man will das ernst nehmen. Und das wäre natürlich auch geil. Und dann gibt es natürlich auch die andere Seite, die sagt, ja, das macht man halt einfach immer noch nur zum Spaß. Und ich bin jetzt, glaube ich, an dem Punkt angelangt, wo ich mich entscheiden muss. Die Situation momentan ist so, dass ich nur noch Halbzeit arbeite. Ich habe mir die Zeit jetzt genommen für YouTube. Momentan ist okay, aber ist klar, dass momentan YouTube nicht die Hälfte meines Einkommens eindecken kann. Zumindest nicht so, wie ich es will. Weil irgendwann will ich ja eine Familie gründen und auf jeden Fall nicht finanziell unabhängig, aber zufrieden sein. Keine Sorgen haben, was das Finanzielle anbetrifft. Also ich will jetzt nicht unbedingt Montana Black Level erreichen und ich will einfach ein Level erreichen. Jetzt nicht YouTube-technisch, sondern lebenstechnisch. Ein Level erreichen, wo ich mit dem Einkommen zufrieden bin, wo ich sagen kann, ja okay, damit kann ich eine Familie gründen, damit haben wir ein gutes Leben. Aber wenn ich mir so YouTube anschaue, wie zum Beispiel... Und das ist jetzt kein Disrespect, aber Reversal, Holly, Prodigy's Nation. Wobei bei Holly weiß ich nicht, was sie privat macht, ob sie noch arbeitet oder so. Ich weiß, dass Prodigy's Nation seinen Job gekündigt hat. Und ich weiß, dass ich glaube, dass Reversal Vollzeit-YouTuber ist. Und wenn ich mir da so ihre Klicks anschaue oder was sie machen, oder was ich vermute, was sie machen, abhängig davon, was ich mache und dann das hochrechne, dann frage ich mich, wie sie leben. Und das ist, wie gesagt, kein Disrespect, aber klar machen sie mehr als ich momentan, aber wobei nicht mal das unbedingt. Wenn man jetzt zum Beispiel Reversal diesen Monat anschaut, klicktechnisch hat er sogar weniger gemacht als ich und dann fragt man sich natürlich, wie er davon lebt. Aber selbst wenn ich deren Level erreicht hätte oder erreichen würde, wäre mir das nicht genug. Wenn man da einen normalen Job hat, also einen normalen Studienabschluss gemacht hat, Bachelor oder so oder Master, und dann einen normalen Job macht, hat man auf jeden Fall mehr Geld als was Reversal oder Prodigy's Nation macht. Ich wäre nicht zufrieden, und das klingt irgendwie voll arrogant und abgehoben, aber ich wäre nicht zufrieden mit dem, was sie machen und wäre nicht sicher. Also ich würde mich nicht sicher fühlen mit diesem Geld. Vor allem, weil es auf jeden Fall nicht ausreicht. Zumindest denke ich mir das. Ich frage mich echt, wie die davon leben, weil so viele Views und Klicks machen die gar nicht. Zum Beispiel so viele Views und Klicks mehr als ich zum Beispiel machen die gar nicht. Und die machen das halt Vollzeit. Wie gesagt, das soll kein Disrespect oder abgehoben klingen, aber
selbst wenn ich deren Anzahl an Views und Klicks hätte, wäre ich nicht zufrieden damit als Vollzeit-YouTuber. Das wäre mir nicht genug. Und das ist eigentlich auch gar nicht genug. Deswegen stellt sich natürlich die Frage, wie ernst ich dieses ganze YouTube-Ding nehmen soll. Wir werden es ja rausfinden. Ich kann nur sagen oder hoffen, 2019 wird ein krasses Jahr. Das ist erst der Anfang. Es ist so viel geplant, es wird so viel passieren. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf dieser Reise in diesem neuen Jahr. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.